Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Planet Zoo. Also, naja, Planet ist es ja nicht, das sind zwei Gehege. Gut, aber wir schreiben gerade grüne Zahlen und die Besucher kommen mehr. Ich habe mir jetzt einen neuen Flamingo geholt. Warte. Warte, da muss ich erstmal nochmal starten. Weil die brauchen ja mega viele. So, hier, den da ist zwar nicht ganz so fruchtbar, aber es gibt gerade wirklich keine Flamingos, das ist echt krass. Vor allen Dingen ist es heftig, dass, ja, es ist halt... Oh! Wir bekommen ein Baby. Ein Baby? Didi. Ist das das Baby? Das ist das Baby. Bitte? So. Ah, warte mal. Sozial... Verhalten, Stress, soziale Gruppe, Lebensqualität, Beschäftigung. Da tun wir noch mal was rein. Ja, Schmarrn. Hier, Lebensqualität, Art, Pfau. Kräuterwitterungsmarkierung. Aber was ist das? Keine Ahnung. Beschäftigungsfutterbox, die ist halt riesig. Ich mach mal noch mal hier so eins. So. Und hier die Flamingos, die bekommen jetzt auch ein größeres Gehege. Ich dachte eigentlich, das... Warte, wo? Ich dachte, das reicht, aber wir werden jetzt hier einfach noch mal so ein Ding dazu machen. Warte... Und zwar so. Das sollte reichen. So. Jetzt haben sie doppelt so viel und dann machen wir hier noch das Gelände weiter. Warte, da müssen wir das Wasser wieder weg. Oh Mann. Super, dass du gerade rausgehst. Genau. Dann. Ja, jetzt wegrennen. Süß. So. Willst du mich verarschen? Die sind ja jetzt einfach ausgebrochen hier. Okay. Ja, das... Da kommen wir gleich dazu. So, dann, malen wir das mal aus. Warte. Soziale Gruppe. Ja, deine beiden Kumpanen sind natürlich jetzt weg. Ist zu klein oder... Ich check das nicht. Es ist nicht zu klein oder zu voll. Es hat halt kein Wasser gerade. Gut, Fels brauchen wir. Fels. Rau, glatt. So, hier hinten nochmal Sand. So, und jetzt wieder Wasser. Ah, gut. Da holen wir mal den
So. Aber ich dachte, das es reicht. Oh. Ich dachte, es reicht, wenn die, also ein Meter reicht für die, aber ja, wahrscheinlich nicht. Hey. Warte. Wie viele Jungtiere habe ich denn jetzt? Eins? Zwei? Drei? Vier! Die hat vier Kinder bekommen. Alter, ist das geil. Gut. Gehege. Sind die jetzt wieder hier drin? Ja. So, ihr. Warte, dann mache ich mal kurz Pause. Warte, wo steht denn das? Wahrscheinlich wieder in... Achso, nee, nicht hier, sondern da. Warte, wo steht es? Zoopedia? Zoopedia. Hier. Über einen Meter. Okay, hier ist es halt... Ist es halt niedriger. Ich glaube, die sind raus... also, die sind geflohen, weil hier kein Wasser mehr war. Ich glaube, jetzt, wenn es denen so gefällt, dann bleiben sie auch drin. Ich werde mal schauen. Warte, Art. Der rosa Flamingo. Lebensqualität. Kletterbaum. Ja, weil sie klettern, ne? Wird da eigentlich gerade geforscht? Müsste eigentlich, ne? Oh. Genau, weiter forschen, danke. Das habe ich vergessen abzuholen. Aber ja. So, soziale Gruppe ist halt immer noch zu klein. Ja, es geht. So, das Tier ist entkommen. Sollte dieses Tier wirklich hier draußen sein? So, ja. Das Tier, ja, ja. Ist ja gut. Okay, die sind jetzt alle ein bisschen verwirrt, dass das Tier draußen war. Gut. So. Was ist jetzt das nächste? Wir schauen mal, wie es unseren Arbeitern geht. Tierpfleger, hohe Belastung. Hohe Belastung und hohe Belastung. Wie ist gerade unser Kohle-Ding? 5000. Letztes Jahr 5000. Vor zwei Jahren minus 500. Und Jahresdurchschnitt 3000. Da könnten wir rein theoretisch nochmal zwei... zwei Forscher holen, also zwei Typen. Und gerade ist es ganz okay. Da fällt mir vielleicht noch ein Verkäufer. Der kann ja jetzt chillen. Und genau. Ist fair. Ah, genau. Ich muss mit wegen Wasser schauen. Ist gut. Ich weiß jetzt nicht, ob der hat kein Wasseraufbereitungsding, deswegen muss ich eins bauen. Ich würde sagen,
Einrichtungen. Betrieb, Wasseraufbereitung. Die werde ich mal hier hinstellen. So, und dann Mitarbeiterweg. Hä? Wie, der ist blockiert? Deine Mutter ist blockiert, warte mal. Wieso geht das nicht? Wegen der Tür oder was? Ist ja echt dämlich. Nee, das. Oh. So, und jetzt. Ja, jetzt geht's. Naja, okay. Ja, egal. Hauptsache, es funktioniert. So. Dann würde ich sagen, wir könnten auch mal langsam mit sowas anfangen wie Gästeeinrichtungen. Quasi Geldautomat ist immer praktisch. So. Infoshop habe ich hier. Imbissstand. Kann ich ja gegenüber machen, nicht? Warte, ist ziemlich klein. Wir sollten noch ein Tier. Super, und ja, die macht das jetzt voll. Ja, ich hole mir jetzt noch einen Mitarbeiter. Also ein Tierarzt. Tierarzt hier. Und der Tierarzt hat den gleichen Arbeitsbereich. Und bekommt auch 2,5. Und der forscht jetzt, verfügt über keinen Sicherheitsdienst, Werkstatt, Quarantäne und Tierpraxis. So, ja, das ist schön und gut. Und der forscht jetzt nochmal hier weiter. Gut. Wie geht's denen? Schon süß. Gut, also. Jetzt geht's wieder runter. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir unseren nächsten Erdferkel. Was ist das denn? Sieht auf jeden Fall süß aus. Ah, okay, ist auch alleine. Ist in Afrika zu Hause. Alles klar. Ist in Afrika zu Hause. Dann würde ich sagen. Warte, die Pfeue. Was ist die Mehrzahl vom V? Weiß ich nicht. Die sind in Asien zu Hause. Dann würde ich sagen, schauen wir, ob wir etwas Asiatisches bekommen. Kann man das hier einstellen? Ich glaube nicht. Afrikanisch ist wahrscheinlich nicht asiatisch. Warte. Hier, wir können sogar noch Pfau oder Warzenschwein.
Es gibt noch. Es. Ja, okay. Fruchtbarkeit, egal. Komm. Langlebigkeit, aber Fruchtbarkeit ist groß. Oh, ich hab ewig. Wir bekommen ein Baby. Wir bekommen ein Baby. Oh, cool. Das ist ja richtig cool. Warte, man konnte hier, glaube ich, sogar auswählen, dass man alle haben will. Warte. Ah, ich hab's vergessen. Okay. So, Versand. Und Versand. Sehr schön. Und jetzt ist hier Forschung abgeschlossen. Okay, sie kann weiter forschen. Dann haben wir die bald komplett fertig. Das ist super. Flup, flup. So, ich bin. Die müssen mal. Genau, ja, Tierpfleger muss ich eigentlich auch neu reintun. Weil der Tierpfleger ist, glaube ich. Ja, ziemlich ausgelastet. Okay. So, alles klar. Ausgewachsen. Gut, dann, genau hier. Forschung abgeschlossen, das ist sehr gut. Blauer Pfau hat jetzt alles. Dann, die darf sich mal ausruhen, ganz ehrlich. Die hat jetzt durchgepowert. Nee, der ist ganz frisch hier. Okay, wie geht's denen eigentlich? Soziale Gruppe? Hier, Sozialverhalten. Ah, okay. Ist sowieso noch zu wenig hier. Super. Hier, das da, oder? Ja, Jungtier. Krass, das ist ja am Anfang noch grau. Ah, genau. Das wollte ich. Super, sehr schön. Ja, also gefällt mir sehr. Und gerade ist es auch gut. Ja, wir schauen weiter, dass wir hier. Irgendwas Asiatisches. Was gibt's denn Asiatisches? Also nicht zu essen, ne? Denk nicht immer ans Essen. Vivarien will ich eigentlich nicht. Also Vivarien ist, glaube ich, relativ einfach, weil es halt kleine Gebäude sind. Oder eben kleine Vivarien. Aber, ja, das ja, mag ich gar nicht eigentlich, ganz ehrlich. Ja, vielleicht Schlangen oder ich weiß nicht. Vielleicht später. Gut. Na, komm. Manchmal dauert es ewig. Afrikanischer Hund. Mag der eigentlich mit jemand zusammen irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Nee, der bleibt gerne unter sich. Ja. Hier. So, Erdferkel. Kaffernbüffel. Das ist auch afrikanisch. Schildkröte. Amerikanisch, mittelamerikanisch. Ein VIP-Gast. Ist mir egal. Bongo. Warte, die sind doch asiatisch, glaube ich. Zopedia. Afrikanisch, verdammt. Ah, hier, ich könnte auch einfach hier schauen, ne? Afrika. Asien, hier. Ja, wahrscheinlich chinesisch, ne? Der will es ein bisschen
bisschen heißer haben, ne? USA, Kanada, Galapa, Süd, bam, 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 großer Panda, Zentralchina. Wir holen uns kleine Pandas. Komm. Mal schauen, ob die es gibt. Wahrscheinlich nicht. So. Panda, Panda, Panda. Piu, piu. So, da gibt's einige chinesische. Du du di du du. Ja. Yep.